Hallo, wir sind Simon und Julia aus Karlsruhe und seit 1,5 Jahren sind wir nonstop mit unserem selbst ausgebauten Wohnmobil unterwegs. Von Uruguay aus ging es runter nach Ushuaia, dem südlichsten Punkt Südamerikas, und seither folgen wir der Panamericana gen Norden bis nach Alaska. Diese Woche fährst du mit uns quer durch Panama, wo wir in eine ziemlich brenzlige Situation geraten. Der vermeintlich schöne Fluss entpuppt sich im Nachhinein nämlich als ziemlich gefährlich. Seit langem mal wieder Schotterpiste. Wir haben es tatsächlich nicht wirklich vermisst. Vor allem, weil wir so viel Luft in den Reifen haben. Wir haben sie ganz voll gepumpt, als wir aus dem Container raus sind. Und jetzt wackelt es natürlich ordentlich. Aber es fehlen nur noch, Moment, laut Navi, 2 Kilometer, bis wir am hoffentlich guten Stellplatz ankommen. Tja, so kann es halt auch gehen mit freien Stellplätzen. Wir sind angekommen, eigentlich voll der schöne Platz am Fluss. Aber da hinten sägt gerade einer stundenlang schon gefühlt mit der Motorsäge Holz und da vorne feiern sie eine Geburtstagsparty. Naja, wir harren hier jetzt mal der Dinge, würde ich sagen. Warten mal ab, so eine Stunde, wie sich das alles hier entwickelt, weil der Platz an und für sich ist echt schön. Und wir können halt auch nicht jedes Mal $10 am Tag für einen Campingplatz ausgeben, weil bei einem Budget von $1.000 insgesamt pro Monat wären es halt allein schon 300. Die für Campingplätze draufgehen würden. Das geht leider nicht. Deswegen warten wir jetzt einfach mal ab und schauen, was hier kommt. Falls euch übrigens im Detail interessieren sollte, wie wir unsere $1.000 im Monat ausgeben und wie wir es überhaupt schaffen, mit dem ja, Kleingeld über die Runden zu kommen, dann schaut doch mal in unser neues Infovideo rein. Also es hat auch definitiv Vorteile, wenn man auf einer Geburtstagsparty mit seinem Van steht. Wir haben nämlich gerade Kuchen geschenkt bekommen, voll nett, weil wir das Feuerzeug geliehen haben, um die Geburtstagskerze anzuzünden. Jetzt sind wir hier mal wieder mit drin, statt nur dabei. So kann es gehen. Einfach super, dass man hier immer überall angeln darf. In Deutschland geht es ohne Angelschein nicht so einfach. Und Garnele haben wir geschenkt gekriegt, auch mega nett von den Fischermännern hier. Und übrigens gibt es hier keine Alligatoren, sondern Krokodile. Und die sollen so groß sein wie so ein Boot, wurde uns gesagt. Ob man das glauben soll, wissen wir noch nicht so ganz. Die Geburtstagsgesellschaft löst sich gerade auf. Jetzt haben wir dieses idyllische Fleckchen heute Abend doch noch ganz für uns alleine. Und tatsächlich war gerade auf der anderen Seite kein Scheiß ein großes Leichenkrokodil. Die schwimmen hier vom offenen Meer da vorne hier rein, den Fluss hoch auf der Suche nach Nahrung. Und der Mann hier neben mir meinte, dass sie erst vor ein paar Tagen hier ein 11 Fuß langes Krokodil erlegt hätten. Ich weiß nicht genau, wie viel Zentimeter ein Fuß sind, aber ich denke mal über 30. Also wäre das ein 3 Meter langes Leichenkrokodil gewesen. Nicht schlecht. Ich weiß nicht, ob ich es gern vor meiner Nase sehen würde oder ob es mir doch lieber ist, wenn es auf der anderen Seite weit weg ist. Jetzt gerne am Angelhaken. Auf jeden Fall cool, sowas einfach in freier Wildbahn erleben zu dürfen. Mega. Einen wunderschönen guten Morgen. Wir stehen immer noch hier bei den Fischern am Fluss und ich habe gerade eine Runde Yoga gemacht und da kam einer von den Fischern zu mir her, bevor er in sein Boot gesprungen ist und hat mir einfach so eine Tüte von diesen Gebäckkringeln geschenkt. Wie lieb ist denn das? Mega. Simon hat schon Kaffee gekocht und zudem probieren wir doch jetzt mal diese Kringel. Schmeckt ein bisschen salzig, aber ziemlich gut. Sehr schön, oder? Morgens hier am Steg sitzen, frühstücke, die Aussicht genieße. Herrlich. Ganz krasse Geschichte, Leute. Wir stehen immer noch hier am Fluss, haben hier jetzt 2 Nächte verbracht und heute Vormittag kam der Ranger hierher und hat mich angesprochen, ob wir hier übernachtet haben und ob wir noch bleiben wollen. Und er hat gesagt, ja, wahrscheinlich noch eine Nacht. Und dann hat er gemeint, mach das auf gar keinen Fall.
Hier wäre es super gefährlich. Hier ist Gebiet von Narcos, also von Drogenkurieren. Ja, ganz schön doof, ja. Die da übers offene Meer kommen, also der Fluss fließt ja ins Meer, ist nicht weit weg. Die kommen dann mit den Booten hierher, wahrscheinlich von Kolumbien, und fahren dann den Fluss hier hoch. Und hier kommen nachts wohl Autos her und holen das dann ab. Und tatsächlich haben wir sowohl gestern als auch heute Nacht ein Auto gehört, aber haben uns überhaupt nichts dabei gedacht. Wir dachten halt, das sind Fischer, die hier nachts angeln gehen. Vor allem, nachdem wir hier angekommen sind und hier war ja die fröhliche Geburtstagsparty. Heute früh hat uns der Fischer Gebäck geschenkt. Hier sind jetzt auch gerade wieder zwei Fischer, die haben uns einen Fisch geschenkt. Ja, meine Angelkollege, die haben uns einen Fisch geschenkt. Und der eine ist ein Polizist, der wollte jetzt nicht genau sagen, warum, aber der hat gesagt, hier ist gefährlich und nicht hier übernachten. Der hat es jetzt nochmal bestätigt. Ja. Bisschen doof, so schöner Angelspot eigentlich. Und mega krass, also wir haben uns hier echt überhaupt nicht unsicher gefühlt, aber so kann es gehen. Also stand auch in Oberländer nichts drin, wir werden den Hinweis jetzt auf jeden Fall ergänzen, ganz wichtig. Noch vorsichtiger sein in Zukunft und jetzt machen wir dann halt zusammen und dann fahren wir halt leider los. Genau, wir wollten morgen zu einer Tankstelle zwecks Dusche und da fahren wir jetzt einfach heute hin und schlafen da schon eine Nacht. Meine Güte, das hätte auch schief gehen können. Safety first, auch wenn es schwer fällt, weil der Platz hier echt schön ist und Simon auch, glaube ich, gerne noch eine Weile geangelt hätte. Fahren wir jetzt weiter und begeben uns an die sichere Tankstelle. Nachdem wir jetzt auf die Warnung da gehört haben, haben wir unseren schönen Platz am Fluss jetzt verlassen. Zwei Nächte sind wir da sicher gestanden, aber man weiß ja nie. Haben jetzt hier geparkt, an einer Raststätte. Ist wieder so eine Terpel-Tankstelle in Panama. Die sind mega modern und haben uns drin erkundigt. Es gibt Dusche, die sind sogar komplett kostenlos. Die werden wir morgen auf jeden Fall mal noch in Anspruch nehmen. Und dann sind wir eigentlich abfahrbereit. Je nachdem, vielleicht bleiben wir auch noch einen Tag und arbeite hier, weil Internet gibt es da drin nämlich auch. Ja, wir schauen mal, was der Tag morgen bringt. Gute Nacht. Nochmal ganz kurze Zwischenmeldung. Julia sitzt dahinter und schaut euch das Gesicht an. Ich bin kein Freund von Panama, das ist jetzt schon die zweite Spinne, die echt eklig ist. Mir ist gerade über Simon seinen Bauch gelaufen und über meinen Fuß und im Bett und boah. Ja, zum Glück hat sie sich in deine Haare verfangen und ist nicht weitergekommen. Ich zeig's euch, echt ekliges Teil. Braucht man nicht öfter, oder? Nee. Aber ich hab's dir schon erlegt. Hässliches Teil, oder? Dann nochmal, gut's Nächtle. Die Nacht an der Tankstelle hier war eigentlich echt gut. Wir haben gut geschlafen und ich war auch gerade schon duschen, wie man sieht. Mega geiler Service. Man muss nur einen Pfand hinterlegen, einen Ausweis oder irgendwas. Dann kann man kostenfrei duschen. Wasser war sogar warm. Tipptopp. Und jetzt gehen wir noch rein, setzen uns ins klimatisierte Resto und arbeiten ein bisschen an dem Laptop. Darf ich dich noch an die Spinne erinnern? Nein, die habe ich schon wieder verdrängt. Ich habe versucht, im Van zu arbeiten. Da hat es mittlerweile 39 Grad, hier draußen 36. Da ist es richtig gut mit so einem Resto, klimatisiert, entspannt. Julia hat ja neue Blog hochgeladen, YouTube-Videos hochgeladen, neue Shorts, jede Menge zu tun, Instagram-Beiträge, alles erledigt, gleich fertig. Jetzt hüpfe ich noch unter die Dusche und dann geht's weiter. Ich glaube, wir fahren einen anderen Fluss, vielleicht kann man wieder angeln, wäre mega cool. Und ja, ich hoffe diesmal ein bisschen sicherer und wir können da übernachten. Wenn nicht, dann müssen wir vielleicht heute sogar bis in die Dunkelheit fahren. Wir sind jetzt noch ein Stück weit gefahren und an einem Fluss angekommen. Angeln sieht hier, glaube ich, nicht so cool aus, weil es halt noch so kleine Fischlis. Ja, leider nichts, aber macht nichts. Zum Baden taugt es, glaube ich. Ich zeige es euch gleich mal. Wir ziehen jetzt unsere Schwimmsachen an, hüpfen rein und dann fahren wir noch ein Stück, weil der Platz hier ist halt auch wieder so der letzte. Also so ein Dead End, Stichstraße. Wäre cool zu übernachten, aber man weiß ja nicht, wie sicher. Ja. Deswegen baden, dann machen wir noch ein Stückchen weiter. Richtig cool hier. Thank you.
schon wieder auf der Straße, gerade unterwegs zu einem Viewpoint, wo man aufs Meer gucken können soll. Da wollen wir jetzt eine kurze Pause machen, Käffchen trinken und derweil trocknen hier schon mal unsere Badesachen. Das ist ideal, vorne auf dem Armaturenbrett, ballert schön die Sonne rein, sind sie bis heute Abend trocken. Am Aussichtspunkt sind wir angekommen. Da vorne fließt ein Fluss ins Meer. Mega Aussicht hier und immer wieder cool, dass man eigentlich morgens nicht weiß, wo man den Tag über hinkommt, was es zu sehen gibt. Immer wieder Überraschungen, mega cool. Jetzt trinken wir hier noch einen Kaffee und genieße die Aussicht. Irgendwie habe ich bei Panama immer das Gefühl, dass man gerade an so einem Point immer beide Seiten sehen müsste, also den Pazifik und den Atlantik, aber so schmal ist dann doch nicht, wie es auf der Karte wirkt. Ich glaube, von Colón nach Panama City, die schmalste Stelle, sind immerhin 70 Kilometer. Aber es fühlt sich einfach so an. Trotz allem müssen wir jetzt leider los. Es ist schon kurz vor 17 Uhr, 18 Uhr, kurz danach wird es dunkel. Wir müssen noch einen Stellplatz suchen. Zum Glück gibt es iOverlander, sonst hätten wir auch den Spot hier nicht gefunden. Mal gucken, ob wir heute nochmal an der Tankstelle übernachten, weil morgen wollen wir weiter am Strand zu einem coolen Spot mit Brüllaffen, aber wir haben halt keinen Bock, die Nacht zu bezahlen und eigentlich nur da zu pennen. Deswegen suchen wir uns jetzt was anderes. Es wurde dann doch die Tankstelle zum Übernachten, aber jetzt geht's ab ans Meer und von dort aus melden wir uns wieder. Wir sind angekommen, war gerade irgendwie ein größeres Hin und Her, ob wir hier wohl richtig sind, weil der Platz hier so total nach Day-Use-Area aussieht, mit so Strandhütten und auch nur Strandduschen. Aber wir haben jetzt drei Leute bestätigt, dass es hier dieser Eco-Gavia-Camping auch wäre. Von daher hoffen wir jetzt einfach mal, dass es passt. Der Weg hier runter war auch ganz schön ruppig. Ich hoffe, wir kriegen beim Rückweg keine Probleme und schaffen es hoch. Sonst muss uns irgendjemand rausziehen. Und für uns gibt es jetzt erstmal Frühstück, ist nämlich schon fast 12 Uhr, wir haben noch nichts gegessen, mega Hunger. Dann geht es ab an die wunderschöne Bucht und da zeigen wir euch natürlich dann das Meer. Und schon sitzen wir mehr. Wir haben uns unsere Stühle gepackt, haben uns hier breit gemacht, schön im Schatten, ist mega warm, 37 Grad. Und im Hintergrund könnt ihr schon sehen, wunderschöne Bucht hier, ziemlich viel los heute, ganz viel Einheimische hier, aber richtig, richtig schön. Und das Highlight von dem Stellplatz, weswegen wir eigentlich überhaupt hierher gefahren sind, ist, dass es hier Brüllaffen geben soll. Die hat man bisher nur einmal in Brasilien im Pantanal. Mega cool, die machen einen Mordslärm und wir hoffen so sehr, dass wir morgen früh oder heute Nacht sogar schon von denen geweckt werden und auch hier das Glück haben, die sehen zu dürfen. Das wäre so toll. Zeit für eine Abkühlung. Die Chance auf Brüllaffe steht gut. Da oben krabbelt einer. Wir sind zurück am Van, stehen hier gerade so ein paar Meter weg vom Meer. Wirklich super herrlich. Wasser hat 27 Grad oder so, würde man schätzen. Wirklich ultra warm. Und wie man sieht, der Parkplatz hat sich schon ordentlich geleert und wird bestimmt gleich noch leerer. Ich denke, in einem halben Stündle sind wir hier allein, wird dann auch schon wieder dunkel. Wir verziehen uns in den Van, weil die Moskitos kommen. Die sind hier nämlich echt übel, sobald die Dunkelheit einsetzt, sind die Dinger sofort da und fangen an zu stechen, deswegen immer dann schnell rein mit Dämmerung, alles zu und so gut wie möglich schützen.
Die Julia hat auch schon Platz genommen, die ist ganz fleißig noch am Video arbeiten, dass das nächste auf den Weg kommt. Haufe Arbeit, Julia muss immer Blog schreiben, dann das Video noch bearbeiten, ja. Ist nicht nur Urlaub, wirklich auch immer viel zu tun. Völlig verrücktes Erlebnis gerade wieder. Die Besitzer hier von dem Platz kamen vorhin zu uns und haben gefragt, ob wir freundlicherweise ihr Handy laden könnten, weil hier gerade kein Strom war, Stromausfall. Mittlerweile schnurrt der Generator und natürlich haben wir ihr Handy geladen. Wir haben ja den Strom. Und jetzt schaut mal, was uns gerade gebracht haben als Dank. Völlig verrückt. Eine riese Platte Fisch mit Patacones. Bananen. Patacones. Banana. Vor allem völlig übertrieben. Das ist so ultra viel. Da können wir erstmal unser Essen wieder in den Kühlschrank packen. Ja. Und ich glaube, das reicht uns auch noch für morgen. Ich glaube es auch. Unglaublich. Aber wir lassen es jetzt mal schmecken, weil noch ist es heiß. Genau, ein Gude. Wir glauben auch, dass es der gleiche Fisch ist, den wir damals bei Anita und Wilson in Kolumbien an einem coolen Strand gegessen haben. Und er schmeckt mega gut und vor allem gehen auch die Gräten super gut raus. Wir haben gerade überlegt, was wir damals in Kolumbien bezahlt haben für die Fischplatte. Und das war nicht ganz so viel wie das hier. Und es waren 18 Dollar. In Panama ist ja alles viel teurer. Also keine Ahnung, was das hier kosten würde. Und wir zahlen für den Platz, um hier zu übernachten, gerade mal 10 Dollar. Also völlig verrückt, wirklich. Und es ist so viel. Ich habe jetzt gerade mal ein Stück Fisch gegessen und drei so Dinger bin schon satt. Wir hören die Brüllaffe. Leider nicht direkt über uns. Und ein Stückle weit weg. Wir versuchen es mal aufzunehmen. Die Brüllaffe sind leider nicht direkt zu uns gekommen. Jetzt laufen wir mal den Strand entlang. Vielleicht können wir sie ja irgendwo sehen. Wir hören sie auf jeden Fall. Im Hintergrund hört man sie. Vielleicht ist aus Meer zu laut. Ja, ich glaube, ihr könnt es nicht hören. Die Affen haben wir leider nicht gefunden, aber ich habe die Yogamatte schon dabei. Mache jetzt noch eine Runde Yoga am Strand und vorher laufen wir jetzt mal noch auf diese kleine Halbinsel. Ich war gestern schon da, aber Simon war nicht dabei, deswegen zeige ich es ihm noch. Und dann gibt es erstmal Frühstück und wir schauen noch, wie der Tag dann so weitergeht. Ich stehe hier mitten unter der Affenbande. Die sind über mir, sind 6 Stück. Ist auch ein Junges dabei. Wir sind extra auf dem Meer rausgespurtet. Jetzt, wie cool ist das denn bitte? Ey, mega! Schnell die Dusche nutzen und dann haben wir uns jetzt hier noch erreicht, Affen gesehen, Affen gehört. Wir bezahlen noch und dann geht's weiter in die kühleren Berge und ich hoffe sehr, dass wir hier gut wieder rauskommen, weil der Berg da gestern doch schon ein bisschen blöd war. Und auf dem Weg dahin, wo wir jetzt nachfahren, da gibt es auch eine gute Werkstatt anscheinend, die schweißen können und einen Baumarkt. Mal gucken, von unserer Kiste hier, da hat es wieder so Scharnierabgerisse. Ja, da kann ich aber nicht bohren und reparieren wie letztes Mal. Deswegen müssen wir mal gucken, ob wir da irgendwie einen Ersatz kriegen und die uns das da hinschweißen können. Wird auch klappen. Wir haben uns gerade noch von der Familie verabschiedet, der das Grundstück hier gehört. Mega nett. Nochmal für den Fisch bedankt. Das essen wir heute nochmal. War mega ultra lecker. Ja, Julia? Deiner Fisch? Ja. Pesca, muy lindo. Tatsächlich, da haben die Reifen ganz schön gekratzt, aber wir haben wieder Asphalt unter den Rädern. Waren aber auch zu faul zum Luft rauslassen, ne? Ja, muss man auch sagen. Aber hat ja geklappt, wunderbar.
wunderbar. Wir nähern uns unserem Stellplatz in Bokette, aber was taugt, wissen wir noch nicht. Aber Fakt ist, wir sind jetzt von Meeresniveau auf 1200 Meter hochgefahren und haben gute 8 Grad verloren. Also 33 hat es vorhin angezeigt, jetzt sind es 25. Und ich war gerade auch an der Tankstelle kurz draußen. Es ist wirklich viel frischer, richtig krass. Ich glaube, hier bleibt man mindestens 1-2 Tage. In Bokette haben wir einen mega schönen freien Stellplatz gefunden, direkt am Fluss und gegenüber von einem richtig hohen Wasserfall. Da ist schon richtig crowded, voll viele Leute, die da gerade Fotos schießen. Wir gehen jetzt aber weiter zu einer Wanderung, zu einem anderen Wasserfall, vielleicht mit weniger Menschen. Und wenn wir ganz viel Glück haben, können wir dort einen Quetzal sehen. Das ist ein ganz seltener Vogel, den es eigentlich, glaube ich, nur in Zentralamerika gibt. Waren nur 2 Kilometer zum Wanderweg, da steht das Auto und davor geht es jetzt schon zum Wanderweg. 5 Dollar Eintritt haben wir bezahlt pro Kopf und jetzt sind es 3 Kilometer hin und dann wieder 3 Kilometer zurück. Man hört da oben zwar einen Vogel zwitschern, aber sehen tut man nichts. Ich kenne leider auch nicht den Ruf von dem Quetzal, hätte man vielleicht vorher gucken sollen. Krasser Baum im Hintergrund, 1000 Jahre alt, riesengroße Wurzel, krass. Im Hintergrund sieht man schon den Wasserfall, wir sind gleich da. Morgenspaziergang somit fast beendet, zumindest der Hinweg. Tut auch richtig gut, mal wieder ein bisschen Bewegung, nicht nur im Van rumsitzen und tatsächlich sind die Temperaturen hier auch echt angenehm. Ist so ja leicht feucht, aber schön kühl, 1800 Meter hoch. 24 Grad oder sowas vielleicht. Sehr gut, gefällt uns. War wohl leider nichts mit dem Vogel. Ja, haben wir nicht gefunden, aber macht ja nichts, war trotzdem eine sehr schöne Wanderung zum Wasserfall. Das stimmt. Aber ob es 5 Dollar pro Kopf wert war, sei mal dahingestellt. Aber ich schätze, es bleibt auch in Costa Rica so. Kann man nichts machen. Ja, ich glaube, das ist in Mittelamerika jetzt dann häufiger so, dass einfach halt alles irgendwie Eintritt kostet, auch viel touristischer, kostenfreie Wanderwege eher die Ausnahme sind. Aber war trotzdem schön. Was soll's, ja, trotzdem schön und wir machen es trotzdem. Nach unserer kleinen Tour machen wir hier gerade Kaffeepause und witzigerweise auch mitten in den Kaffeeplantagen. Kaffee wächst nämlich nicht nur in Kolumbien, sondern auch hier in Panama, in den Bergen rund um Bokette. Und ja, falls du unser tolles Video noch nicht gesehen hast von Kolumbien, wo wir auf einer Kaffeehacienda waren, dann verlinken wir das hier mal noch oben rechts im Bildschirm. Da unten, Julia, habe ich gerade gesehen, da sind auch ein Busch mit ganz Rode komplett voll. Dann haben sie wahrscheinlich vergessen zu pflügen. Dann gehen wir mal gucken. Und wenn wir auf der Kaffeefarm in Kolumbien richtig aufgepasst haben, dann ist es hier kein Arabica, sondern Robusta-Kaffee, weil wir hier gar nicht so hoch sind. Es sind ja nur knapp über 1000 Meter und die Kaffeekirschen hier, die sind nämlich auch viel größer als die Arabica in Kolumbien. Da ist eine. Ich zeig's euch mal am Strauch noch. Die sind auch schon fast überreif, da geht der Kaffeekern, also die Bohne, ganz leicht raus. Vielleicht haben sie einfach vergessen, den Strauch hier abzuernten. Ups! Wir haben hier in Bokette tatsächlich eine Schweißerei gefunden und der nette Herr macht uns die Kisten auch für 10 Dollar. Jetzt müssen wir aber erst die Batterien abstecken wegen dem Schweißen. Und Simon ist auch gerade schon an der Starterbatterie dran. Julia war viel zu langsam, Batterie ist schon weg. Aber wir haben ja noch eine zweite im Innenraum. Die klemme ich auch lieber mal ab, dann kann Schweiß werden. Hier stehen auch ein paar echt abgefahrene Fahrzeuge rum. Simon wird, glaube ich, gleich ein paar einpacken wollen, aber geht ja zum Glück nicht.
Unsere zweite Batterie, also die Innenraumbatterie, ist hier hinten im Schrank drin. Das ist ein bisschen fusselig, aber ich hoffe, Simon kriegt sie auch noch abgeklemmt. Schon erledigt. Das hier ist übrigens das kaputte Scharnier, das es jetzt zu ersetzen gilt, damit wir die Kisten wieder klappen können und vor allem nicht während der Fahrt verlieren. Das wäre nämlich der Super-GAU. Nach dem Batterieabklemmen, hier schon alles stattglatt gemacht, das alte Scharnier kurz weggeschnitten. Er macht noch ein bisschen blank. Und dann wird losgebrutzelt. Das Ganze gebaut, die Konstruktion mit einer Kiste habe ich mit meinem Vater, mit meinem Bruder. Der Vater hat es geschweißt, ein Großteil, und hat immerhin eineinhalb Jahre gehalten. Gute Arbeit. Ja, der ist ja ziemlich autoverrückt und baut hier ziemlich verrückte Sache. Was hier aussieht wie ein Jeep, ist nur auf der ersten Blick ein Jeep, ist nämlich nur die Karosserie. Und drunter ist ein Defender komplett. Den hat er auseinandergerupft und hat gedacht, ich baue mir da mal die Jeep-Karosserie oben drauf. Und solche Projekte, ja, stehen hier irgendwie mehrere. Ne? Ford F100 oder so irgendwas. Und Motor und Unterbau und keine Ahnung was, hat er mir irgendwie versucht, glaube ich, zu erklären, dass es irgendwie ganz viel Corvette ist, die da drin steckt. So, einmal kleiner Überblick noch, ne? Hier stehen jede Menge von so abgefahrene und auch ein bisschen verrückte Kiste. Auf jeden Fall mega cooler Typ. Der Buggy hier ist auch richtig geil. Ja, der hat Spaß daran, bastelt hier rum. Solche Leute gibt es bei uns nicht mehr viel. Richtig, richtig cool. So, wir haben schon fertig geschweißt. Die Konstruktion funktioniert wunderbar. Und er hat irgendwie noch was ganz Verrücktes. Das will er uns jetzt auch noch zeigen. Also der Roche-Blitzer hier, das ist sein Frankenstein, sein erstes Projekt. Besteht aus insgesamt 8 verschiedenen Autos, die er da zusammengesetzt hat. Mega geil. Und wie ich es verstanden habe, soll der Motor von dem Motorrad da in die grüne Corvette dahinter. Kann man machen. Mhm. Respekt. Hammertyp, richtig verrückt. Hätte mal ein bisschen mehr Zeit, hätte man das Auto eine Woche da gelassen, dann hätte er uns die Kiste gleich noch mal einen halben Meter höher gelegt, glaube ich. Ja, lustiger. Ich mache was ganz Verrücktes. Seit eineinhalb Jahren das erste Mal das Auto selber tanke. Keiner hier, der mir das Auto tankt. Wo sind wir denn hier? Unser Kreuz und Quer durch Panama Video hat dir gefallen und wir konnten einen ersten Einblick von Land und Leuten vermitteln. Für uns war es am Anfang, kommen von Südamerika, irgendwie ein ziemlicher Kulturschock, aber mittlerweile finden wir es hier echt schön und wir haben selten so viel von Menschen geschenkt bekommen, vor allem wenn man bedenkt, dass wir ja gerade mal erst 3 Wochen hier sind. Also von daher, uns gefällt es. Das Highlight von Panama haben wir uns aber für den Schluss aufgehoben. Wir verraten auch noch gar nicht, was es ist. Du kannst ja mal raten, uns in die Kommentare schreiben. Allerdings müssen wir dafür jetzt noch ziemlich viele Kilometer heute reisen. Wir haben nämlich auch gar nicht mehr viel Zeit, weil in 6 Tagen unsere Aufenthaltsgenehmigung ausläuft. Aber wir gehen stark davon aus, dass es sich lohnen wird und freuen uns schon mega drauf. Also seid gespannt auf nächsten Sonntag. Bis dann. Bye bye. Falls du uns auch auf Instagram folgst oder fleißig unseren wöchentlichen Reisebericht auf unserer Homepage liest, dann weißt du ja schon, was dich nächste Woche hier erwarten wird. Wenn nicht, dann begleite unsere Reise auch gern auf den beiden Kanälen. Die Links findest du in der Videobeschreibung. Hier schon mal ein kleiner Vorgeschmack.